Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Marke, was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Noch einer für die gute Sache. Kein Zweifel. Hoffentlich ist er kein Ärger. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Ja, das ist jetzt ganz oft gesagt, dass es ein Plan ist. Wir wissen jetzt, dass du langsam ein dummer Junge bist. Müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Bock. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Na, ich kill kurz noch hier, damit ich so viel wie möglich Leute killen kann. Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Mhm. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Ich habe jetzt eine Idee. Gift? Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Komm, du kommst jetzt her. Einer von euch kommt jetzt her, bitte. Retter und wahren Führer anerkennen. Ich schätze, es war wohl nicht so wichtig. Ja, schätze ich auch. Okay, die kommen jetzt. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Was ist geschehen? Ja, der eine geht jetzt wieder runter. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, komm ist mir schleierhaft. Schnucki. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Sie wachen auch alle klettern können, ne? Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Alter. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ey, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, Mann. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. In Assassin's Creed Brotherhood kriegt man so Giftpfeile, die kann man dann verschießen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Also entweder, ich hatte es jetzt anders geplant, aber es geht vielleicht auch anders. Ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung... Alles klar, dann wird das jetzt anders gemacht. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Der Typ liegt... nervt jetzt ein wenig. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Was ich... Alter, zählt das nicht? Das zählt nicht? Ich krieg gleich wirklich die Krise. Hat er mich vorher noch entdeckt? Ja.
Das dauert jetzt wirklich länger, also es tut mir leid. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Auch geil, dass man jetzt hier nicht hoch kann. Dass man immer hier hoch muss. Weil wenn der geht, dann kann ich den killen. Dann kann ich nämlich den anderen killen. Wenn der jetzt hier hochkommt, dann vergifte ich wieder den einen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Noch einer in unserer Schicht. Zeugen. Scheiße! Heutzutage können die sich einfach alles erlauben. Was ist geschehen? Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Oh, ich habe eine Idee. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Savonarola führt uns in eine neue Ära. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Komm her, du. Komm her, du. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Und tot. Ein Mörder läuft hier frei. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wahrlich, ich sah sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine Augen öffnete.
Endlich habe ich es geschafft, Mann. Mann, geht doch. Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Da ist er ja! Animal. Die sollen erst mal hinterher kommen. Sehr schön. Affenmeister. Geschafft. 4 von 9. Ja. Damit hätten wir fast alle geschafft. Und somit sage ich hiermit auf Wiedersehen. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Knappes Stündchen aufgenommen. Und ja. Ich hoffe, es ja auch passt so. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Da lade ich sie halt trotzdem hoch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Letztes Mal, also es hat eigentlich alles gepasst, bis auf, wie gesagt, den Sound. Dass so ein Hintergrundrauschen drin war. Vielleicht lag es an meinem PC, ich weiß es nicht. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Und wie gesagt, ich habe eigentlich noch 2 Minuten von meiner Zeit her. Damit kann aber jetzt kann ich jetzt keinen mehr töten. Ich kann vielleicht noch ein bisschen aus meiner Müllermilch trinken. Kurz noch ein bisschen schütteln. Und vielleicht noch was trinken. Aber ich finde, Müllermilch schmeckt gar nicht so gut wie zu Aldi-Kakao oder so. Also selbstgemachter Kakao schmeckt natürlich immer noch am besten, ja, aber hat man halt nicht die Zeit dazu. Und ich finde Müllermilch irgendwie viel ekelhafter. Also die Schoko zumindest. Ausgetrunken. So. Ja, dann verabschiede ich mich von euch mit einem guten Schuss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch. Oder bewertet zumindest. Und wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann könnt ihr einen Kommentar schreiben, was ich verbessern kann. Warum es euch nicht gefallen hat. Zumindest. Ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch bitte. Ja. Und ansonsten, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.